Am anderen Morgen fuhr ich mit dem Zug wieder nach Hause zurück. Als ich dann am Abend in meiner Wohnung ankam, legte ich mich müde ins Bett und träumte von großen Abenteuern. Am nächsten Tag fuhr ich mit dem Zug zum Flughafen und wartete, bis alle Piloten zusammen beim Mittagessen saßen. Dann setzte auch ich mich zu ihnen und hielt eine Rede. Ich sagte, dass wir doch unbedingt die Wüste und den ganzen Planeten erforschen sollten. Wenn ich nur daran dachte, würde ich schon ein großes Kribbeln im Bauch bekommen. Die Piloten ließen sich von meinem Vorschlag begeistern und schlugen vor, möglichst bald abzufliegen. Bis auf die Feuerwehrflugzeuge sollten alle Flugzeuge an der Forschungsreise teilnehmen. Ich sagte sogleich Pirlipuz Bescheid, der die Neuigkeit im ganzen Zwergenreich verbreitete. Am Nachmittag flogen wir dann los. Ich saß zusammen mit einem guten Piloten in einem großen Flugzeug. Die Reihe der aus dem Kellerfenster fliegenden Flugzeuge schien überhaupt kein Ende zu nehmen. Und die Tiere des Waldes staunten, als sie so viele Flugzeuge über sich sahen. Ich habe damals ein Tagebuch von unserem Forscherflug beschrieben. Ich habe dir meine Tagebuchaufzeichnungen einmal abgeschrieben. Erster Tag. Zunächst sah ich, nachdem wir aus dem Kellerfenster hinausgeflogen waren, den Zwergenpilz unter mir. Dann flogen wir noch einige Zeit über den Märchenwald und betrachteten von oben, wie die Eisenbahnlinie sich durch den Wald schlängelte. Schließlich erreichten wir die Waldgrenze und flogen über die Wüste hinweg. Unter uns sahen wir nur Sand. Es gab Sandberge, Sandtäler und Sandstürme. Mir war ganz komisch zumute, denn wir waren die ersten Bewohner des Märchenwaldes, die sich die Mühe machten, dies alles zu erforschen. Nach langem Flug änderte sich plötzlich die Landschaft und es tauchten in der Wüste plötzlich riesige, knorrige Bäume auf. Und, oh Schreck, zwischendrin liefen furchtbar große Dinosaurier umher. Sofort flogen wir höher hinauf, damit die Dinosaurier uns nicht gefährlich werden konnten. Doch auch hier oben wartete eine Überraschung auf uns. Adler umkreisten unsere Flugzeuge. Wir wollten gerne mit ihnen sprechen, aber da die Flugzeugmotoren zu laut waren, hätten sie uns nicht verstanden. Wir hörten aber zu unserem großen Erstaunen, dass die Adler schöne und laute Lieder sangen. Als wir mit unseren Flugzeugen wieder tiefer flogen, um genauer die Landschaft betrachten zu können, sahen wir wieder etwas Neues. Die Dinosaurier waren verschwunden. Dafür sahen wir zwischen den knorrigen Bäumen nun riesige Felder mit Kartoffelpflanzen, so groß wie der Zwergenpilz. Wiederum, nach einigen Flugminuten, erblickten unsere Augen etwas Unglaubliches. Auf einer riesigen Rasenfläche standen Zelte, die für uns Zwerge so groß aussahen, als würden es Behausungen der Dinosaurierkinder sein. Doch dann sahen wir die Wahrheit. Riesen saßen vor den Zelten und selbst die Riesenkinder, die auf dem Rasen umhertollten, kamen uns so groß vor wie Giraffen. Wir wussten natürlich nicht, was die Riesen mit uns machen würden, wenn wir Zwerge plötzlich bei ihnen landen würden. Und so fassten wir den Plan, zunächst einmal weiterzufliegen. Vielleicht, so sagten wir uns, fänden wir ja noch andere Wesen, die ein wenig harmloser in ihrer Größe wären. Wir flogen weiter über Wälder mit knorrigen Bäumen und über Sandwüsten mit Steinen, so groß wie Fußbälle. Schließlich flogen wir über einen Berg, auf dessen Gipfel eine Burg stand, die auch von Riesen bewohnt wurde.